Hallo aus Cambridge, Massachusetts. Ja, ich begrüße euch alle leider nicht in Person. Ich weiß auch nicht warum, aber die Bauleitung hat mir gesagt, dass die Flugtickets nicht im Budget drin wären. Und das ist insofern sehr schade, weil ich glaube, dass es mir sehr viel Spaß machen würde, auf der MRMCD selber zu sein. Aber so werde ich eben per Skype zugeschaltet, was ja schon mal besser ist als nichts. Und ja, ich bin Schriftsteller und werde jetzt in den nächsten 30 Minuten darüber erzählen, über die Kunst, von der Kunst zu leben, über Crowdfunding, Pay What You Want und andere Geschäftsmodelle im Netz. Und dazu werde ich einmal kurz auf Screenshare umschalten, was zur Folge haben wird, dass ihr meinen Konterfei leider nicht mehr sehen könnt, aber dafür wird es immerhin meine Folien geben, wenn ich sie denn finde. Okay, hat das geklappt? Wunderbar. Ja, ganz kurz, was euch in den nächsten 30 Minuten erwarten wird. Nach einer ganz kurzen Einführung in das Thema und die Problematik an sich werde ich einen Moment über das Verlagsmodell sprechen, was im Prinzip vor der Digitalisierung das Maß aller Dinge war, um als Autor oder Künstler eben ja, von seiner Kunst leben zu können. Dann werde ich einige der neuen Geschäftsmodelle, beispielsweise Crowdfunding, näher vorstellen, auch ein bisschen was von meiner eigenen Erfahrung, die ich zum Teil damit schon gesammelt habe, erzählen. Und als Letztes möchte ich einen ganz kurzen Ausblick geben über das, in das, was ich mir vorstellen könnte, was in den nächsten Jahren auf dem Buchmarkt passiert, weil dort eben sehr viel, einfach sehr viel Spannendes gerade stattfindet. Und ich werde aufgrund der Tatsache, dass ich eben schreibe, vor allem aus der Sicht des Autors reden, wobei meine Erfahrungen sich mit Abstrichen auch auf andere Bereiche der Kunst übertragen lassen, also Musiker, ja, andere Künstler, Filmemacher und so weiter. Also vieles von dem, was ich erzählen werde, ist sicherlich auch auf andere Bereiche anwendbar. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich eben Bücher schreibe, ist mein Hauptaugenmerk eben auf dem Buchmarkt. Ja. Von der Kunst leben ist ein altes Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass es so alt ist wie die Kunst selbst. Und das Problem beruht darauf, dass sich Kunst und Kunstwerke der klassischen Verwertungslogik entziehen. Normalerweise funktioniert das so: Man leistet X und erhält dafür einen Gegenwert Y, üblicherweise in Geld oder einem anderen Gegenwert. Und bei Kunstwerken ist es eben schwierig bis unmöglich, einen Geldwert zu beziffern. Wie viel würde man für Goethes Werther veranschlagen? Wie viel wäre Beethovens 9. Symphonie wert? Das heißt, dass also die Schönheit oder die Güte eines Kunstwerkes von dem Gegenwert, den ein Künstler dafür erhält, grundsätzlich erstmal entkoppelt ist. Ein tolles Kunstwerk muss nicht unbedingt den Künstler reich machen und umgekehrt. Ein Kunstwerk, das sich teuer verkauft, muss nicht unbedingt gut sein. Und der Widerspruch, mit dem eben Künstler wie ich und andere jeden Tag und jeden Monat aufs Neue zu kämpfen haben, ist die Tatsache, dass wir einer Beschäftigung nachgehen, die sich dieser Verwertungslogik entzieht, dass wir aber trotzdem jeden Monat unsere Miete zahlen müssen. Ja. Und ganz kurz ein bisschen zu meiner Person. Ich bin Schriftsteller, ich bin auch Informatiker, Nerd, was auch immer. Ich habe ja, vor über 10 Jahren angefangen zu veröffentlichen. Ich habe viel für Schwarze Auge geschrieben, habe dann auf Romane umgesattelt. Schwarzspeicher ist beispielsweise ein Überwachungsthriller, der interessanterweise 2011 herauskam und 2013 von den Snowden-Enthüllungen ziemlich deklassiert wurde, weil vieles von dem, was ich mir darin ausgedacht hatte, dann doch ein wenig zahm hervorkam. Aber das nur am Rande. Also ich will damit sagen, ich bin quasi sowohl was die Kunst als auch was so die technische Seite des Netzes angeht, durchgewandert und habe ein gewisses Maß an Experimentierfreude, mir möchte ich sagen, auch bewahrt, um eben mit neuen Geschäftsmodellen auch rumzuexperimentieren. Mache auf Twitter Sachen, ich experimentiere mit Crowdfunding und so weiter. Und vor allem kenne ich eben den Buchmarkt von vor und nach dem Umbruch, also vor und nach der Digitalisierung. Und deswegen kann ich quasi beide Seiten beleuchten und dazu was erzählen. Ganz kurz ein Blick auf meinen Arbeitsplatz, so sieht das aus. Leider sieht man nicht viel, weil ich gerade die Katze davon abhalten muss, auf meiner Tastatur rumzuspringen. Aber das ist auch gar nicht schlecht, dass man nicht so viel sieht, denn aller Wahrscheinlichkeit nach habe ich gerade keine Hose. So.
Ja, das in der guten alten Zeit, also vor dem E-Book, gab es im Prinzip ein einziges Modell, mit dem Künstler, mit dem Autoren zu Geld kommen konnten, indem sie ihre Bücher eben verkaufen und gewinnbringend veröffentlichen konnten, und das war das Verlagsmodell. Das Äquivalent in der Musik wäre, in der Musikbranche wäre zum Beispiel gewesen, die Plattenfirma. Das ist nicht ganz richtig, wenn ich sage, dass es nur dieses eine einzige Modell gab. Tatsächlich gab es über die Jahre und Jahrhunderte noch einige weitere. Ich möchte nur kurz erwähnen, Mäzenatentum. Viele Autoren, die ich kenne, gehen beispielsweise einem Brotjob nach, haben also im Prinzip zwei Jobs. Einen, der eben die Miete bezahlt, und einen, der ihnen Spaß macht. Und eine weitere Möglichkeit ist es, man kann Glück haben. Man kann zum Beispiel reich sein, erben, einen Partner haben, der einen unterstützen kann. Also selbst dann, im Prinzip rede ich gerade von Modellen, die sozusagen das Einkommen ausmachen. Aber das Verlagsmodell ist letztendlich das einzig wahre und einzig vorher dagewesene Modell, um eben Bücher zu veröffentlichen. Ganz kurz, wie funktioniert das Verlagsmodell? Autor und Verlegerin teilen sich das finanzielle Risiko und teilen sich dafür aber auch den Gewinn. Typische Leistungen, die ein Verleger zum Beispiel erbringt, ist eben die Investition, die wird vom Verlag selber getätigt. Ich komme gleich noch ein bisschen mehr dazu, was genau der Verlag eigentlich leistet. Und um kurz anzudeuten, wie wichtig und erfolgreich das Verlagsmodell eben ist, all meine bisherigen Bücher, die ich veröffentlicht habe, sind bei Verlagen erschienen. Typische Verlagsleistungen, dazu gehört das Lektorat. Dazu gehört der Druck selbstverständlich. Es gehören auch kleinere Sachen, an die man erstmal gar nicht denkt dazu. Beispielsweise Layout und Satz, Bildrechte, Titelbild und Ähnliches werden üblicherweise aus Katalogen ausgewählt. Dann gibt es diverse Punkte, die zum Beispiel Transport, Logistik, Freiexemplare und so weiter betrachten. All das sind Dinge, die der Verlag eben sozusagen leistet und wo er letztendlich auch in den Vorkasse geht. Die Bezahlung des Autors wird üblicherweise über eine Garantiesumme erledigt. Das bedeutet, das ist also eine Summe, die auch bei einem finanziellen Misserfolg des veröffentlichten Buches nicht zurückgezahlt werden muss. Und der zweite Topf, aus dem sich die Autorenvergütung bezahlt, schöpft, ist eben, sind die Tantiemen, also die anteiligen Verkäufe an den Büchern, an den verkauften Büchern. Und auch hier geht der Verlag mit der Garantiesumme in Vorleistung. Im Gegensatz dazu tritt man als Autor oder Autorin eben diverse Rechte am Werk ab. Da geht es vor allem um Veröffentlichungsrechte. Wenn man einen Printvertrag beispielsweise heutzutage unterschreibt, dann steht da üblicherweise drin, dass alle weiteren jetzt schon bekannten oder noch später erfunden werdende Veröffentlichungsformen quasi, dass alle Veröffentlichungen in diesen Formaten exklusiv an den Verlag abgetreten werden über eine gewisse Zeit. Das ist dann im Prinzip die Gegenseite. Also als Autor gewinnt man natürlich dadurch, dass man eben jemanden hat, der nicht nur Know-how und Arbeitsleistung, sondern auch einfach mit das Investment sozusagen in das Projekt mit hineinbringt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch gewisse Abstriche machen. Eine Nebenkonsequenz dieses Verlagsmodells ist es, dass Verleger bisher, muss man sagen, als Gatekeeper auf den Buchmarkt im Prinzip fungiert haben. Es gab also eine sehr hohe Einstiegshürde. Letztendlich gibt es sie immer noch, wenn man den Print veröffentlichen will. Denn um überhaupt erstmal auf den Buchmarkt zu kommen, muss man einen Verlag finden. Und das ist wesentlich schwieriger, als man es sich wünschen würde. Und selbst für mich, der ich also bereits 6 Romane veröffentlicht habe, ist es immer noch kein Selbstgänger, dass ich irgendwie einfach mit einem Manuskript zu irgendeinem Verlag hingehen könnte und sagen könnte, hier, mein neues Buch, wie sieht's aus? Also selbst ich habe da immer noch durchaus einige Schwierigkeiten, wirklich zuverlässig Verlage zu finden. Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen, wie sich das mittlerweile ändert oder schon geändert hat. Dann habe ich hier eine ganz kurze Aufschlüsselung gefunden, die stammt vom Blog des Berlin Story Verlags. Da sieht man einmal ganz kurz, wie sich so die Herstellung eines Buches ungefähr aufteilt. Und man kann sehen, dass also hier dieser hellblaue Block, das ist die Autorenvergütung. Und ihr könnt sehen, das ist also ein relativ kleiner Prozentsatz der gesamten Herstellungskosten des Buches ist. Also so wenig bekommt man im Prinzip als Autor vom gesamten Topf.
der große rote Abschnitt hier, das ist der Rabatt, den der Buchhandel sozusagen sich selbst herausnimmt. Und ein Teil dieses Rabattes wird dann eben der Verdienst für den Buchhandel selber. Dann viele andere dieser kleineren Dinge sind eben Lager, Vertrieb, Freiexemplare und so weiter. Und dieses Segment hier, dieses Tortenstück, ist der Überschuss vor Steuer, also der Umsatz, nein, nicht der Umsatz, quasi der Gewinn vor Steuer für den Verlag. Diese Auflistung eben war für ein gedrucktes Buch. Und wenn man da im Vergleich dazu betrachtet, was die Herstellung eines E-Books kostet, dann fällt zunächst einmal auf, dass die Kosten für Druck, Lagerung, Transport, Freiexemplare und so weiter entfallen. Also alles, bei dem das Buch angefasst oder bewegt werden muss, da logischerweise das E-Book eben nicht stofflich ist. Weitere Kostenersparnisse geschehen dadurch, dass bestimmte Dienstleistungen und Arbeitsschritte mehrfach, also die müssen nur einmal erledigt werden, können dann aber für die verschiedenen Buchfassungen jeweils wiederverwendet werden. Wichtigstes Beispiel dafür wäre das Lektorat. Man muss das Manuskript nur einmal lektorieren, durchgehen, verbessern, editieren und so weiter und kann dann das bereinigte, das lektorierte Manuskript sowohl für die Print- als auch für die E-Book-Fassung als auch für alle anderen Fassungen, Audiobook, was auch immer, verwenden. Also auch dadurch werden Kosten eingespart, wenn man es insgesamt betrachtet. Und ein weiterer Punkt, der wegfällt, ist der Buchhandelsrabatt. Denn natürlich stehen E-Books nicht im Regal. Allerdings wird der Buchhandelsrabatt dann ersetzt durch Kosten für die Download-Plattform. Die, ja, also beispielsweise Amazon oder der Apple Bookstore nehmen eben Lizenzgebühren für jedes oder Provisionen für jedes verkaufte Buch. Und interessanterweise ist genau dieser Punkt, die Kosten für die Download-Plattform, der Grund, warum im Moment Amazon sich sehr heftig mit Verlagen und Autoren behagt. Ich weiß nicht, wer und wie viele von euch das in den Medien ein wenig verfolgt haben. Aber gerade dieser Tage ist es also sehr spannend zu beobachten, wie sozusagen da ein ganz heftiger Machtkampf ausgetragen wird, sowohl in Deutschland als auch hier in den USA. Und letztendlich geht es dabei genau um diese Kosten. Amazon will höhere Rabatte, höhere sozusagen Provisionen für die eigene Download-Plattform durchsetzen und die Verlage wehren sich dagegen. Es geht wie immer ums Geld und das Interessante ist, dass die Autoren dabei im Prinzip gar nicht vorkommen. Aber das soll jetzt hier erstmal nicht interessieren. Interessanter ist die Tatsache, dass ja eben aufgrund dieser Disruption des Buchmarktes, die durch zwei Hauptfaktoren, nämlich das E-Book, die Digitalisierung des Buches und durch Online-Plattformen wie Amazon eben befördert und herbeigeführt wird, der Buchmarkt im Prinzip im völligen Umbruch ist, dass da also vieles sich verändern wird, sich verändern muss, sich bereits verändert hat. Und für Autoren wie mich, für Künstler, die, also wie gesagt, man kann das auch übertragen für Musiker, für Filmemacher und so weiter, bedeutet diese Disruption, dass es eben auf einmal digitale Alternativen zum bisher konkurrenzlosen Verlagsmodell gibt. Und ja, jetzt will ich einige dieser alternativen Modelle vorstellen und ein wenig dazu sagen, welche funktionieren, welche nicht, welche Chancen und Risiken es dabei jeweils gibt. Gehen wir gleich in Medias Res. Ein Modell, das im Moment relativ viel Furore macht, ist Kindle Direct Publishing. Kindle Direct Publishing ist im Prinzip eine Selbstveröffentlichungsplattform, die Amazon anbietet, wo jeder Autor, jeder, der einen Text hat, sein Buch im Prinzip als E-Book auf die Plattform hochladen kann und es ist sofort im gesamten Einzugsbereich von Amazon eben als Download, als kostenpflichtiger Download verfügbar. Das hat verschiedene Konsequenzen, verschiedene Vor- und Nachteile. Eine dieser Konsequenzen ist, dass die Preise deutlich niedriger sind für die E-Books, die zum Beispiel über Kindle Direct Publishing veröffentlicht werden. Die liegen zwischen 2 und 4 Euro im Schnitt, während man für E-Book-Ausgaben von klassischen Print-Titeln oft 80-90% des Ladenpreises bezahlen muss, also zwischen 8 und 18 Euro. Auf der anderen Seite leistet Amazon keinerlei Verlagsarbeit. Also es gibt kein Lektorat, es gibt keine Autorenbetreuung, um ein Titelbild, Satzlayout. Das müssen alles die Autoren selbst übernehmen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es eben auch diese ganzen
ja, dass es diese Einstiegshürde nicht gibt, dass jeder bei Kindle Publishing, Kindle Direct Publishing veröffentlichen kann, ist es zum Beispiel auch so, dass dadurch viel mehr ja, Autoren, von denen vielleicht vorher noch niemand etwas gehört hatte, auf einmal ja, schreiben, veröffentlichen können. Es gibt einige sehr erfolgreiche E-Book-Autoren mittlerweile, zum Beispiel Emily Bold oder E.L. James, die Autorin von Shades of Grey, die tatsächlich angefangen hat, E-Books zu schreiben, bevor sie dann eben sehr viel Erfolg damit hatte und dann einen gut dotierten Printvertrag bekam. Ein weiterer Nachteil oder beziehungsweise eine weitere Eigenschaft, wenn man bei Amazon direkt als E-Book publiziert, ist die Tatsache, dass man ans Kindle-Ökosystem gebunden ist. Die Bücher werden nur über Kindle-Reader und Kindle-Apps zu lesen sein und nicht über ja, Sony oder Tolino-Lesegeräte oder was auch immer. Was man allerdings auch wiederum sagen kann, ist, dass Amazon den Autoren deutlich bessere Konditionen einräumt, während man bei herkömmlichen Printverträgen bei einem deutschen Verlag zwischen 5% und 8% Tantiemen am Nettoverkaufspreis bekommt, gibt Amazon den Autoren zwischen 35% und 70%. Was also ein massiver Anstieg ist, was auch ein Grund dafür ist, warum Kindle Direct Publishing im Moment relativ beliebt ist. Da habe ich es bereits gesagt. Kindle Direct Publishing senkt eben diese Einstiegshürde, weil der Gatekeeper wegfällt. Die Tantiemen fallen deutlich höher aus. Interessant ist auch, dass aufgrund der fehlenden Einstiegshürde interessante neue Subgenres entstehen können. Beispielsweise hier Dinosaurier-Erotika, von Frauen für Frauen geschrieben. Und was es ebenfalls gibt, ist, dass im Raum für Repräsentationen von ja, bisher in der Literatur unterrepräsentierten Gruppen vorkommt. Long Hidden beispielsweise ist ein Sammelband an Kurzgeschichten, in denen beispielsweise schwarze Figuren die Hauptcharaktere in Fantasy-Geschichten sind. Und das ist tatsächlich etwas, was es bisher auf dem Massenbuchmarkt im Prinzip nicht gibt oder nicht gab. Interessanterweise sind alle Fantasy-Bücher, in denen Elfen, Orks, Zwerge, was nicht alles vorkommen, oder alle, also ich hätte große Schwierigkeiten, ein Fantasy-Buch zu nennen, in dem ja, ein schwarzer Charakter die Hauptfigur ist. Und insofern, diese Selbstveröffentlichung per E-Book räumt Autoren die Möglichkeit ein, auch neue, vielleicht weniger massentaugliche oder ja, weniger für Verleger interessante Ideen und Geschichten zu erzählen. So viel zu Kindle Direct Publishing. Das nächste Modell, von dem ich erzählen möchte, ist Pay What You Want. Jeder, der schon mal sich mit dem Humble Bundle beschäftigt hat, der weiß, wie das funktioniert. Man bekommt also die Möglichkeit, ein Paket, ein Werk, ein Buch, ein Musikstück, Musikalbum, was auch immer herunterzuladen und kann dafür eben einen beliebig selbst festgelegten Beitrag zahlen. Das ist ein Geschäftsmodell, was auf Anerkennung und Fairness beruht, was heutzutage beinahe schon romantisch klingt, wobei ich das relativ charmant finde, weil es in beide Richtungen geht. Wenn man als Autor die Leser nicht ernst nimmt und irgendwie ein schrottiges Buch zum kostenlosen oder zum freiwillig bezahlten Download anbietet, dann wird man eben wenig Geld bekommen dafür, weil einfach die Leser sagen, ja, das ist ja Schrott, dafür möchte ich nichts bezahlen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man als Leser dadurch auch eine positive Motivation, möchte ich sagen, bekommt, eben dem Autor auch möglicherweise ja, Geld zu geben dafür, dass er eben überhaupt erst mir als Leser das Vertrauen entgegengebracht hat, dass ich eben das Buch kostenlos herunterladen konnte. Eine wichtige Voraussetzung für das Pay-What-You-Want-Modell ist, dass es ein simples Zahlungsmodell gibt, mit dem man das abwickeln kann. Das ist zum Beispiel bei Flatter relativ elegant gelöst. Flatter ist ein System, was im Prinzip ähnlich funktioniert, allerdings eben mit Abstrichen. Bei Flatter, ich werde jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber da ist es eher so, dass quasi ähnlich wie bei einer Flatrate sozusagen Künstler oder Blogs bezahlt werden. Ein weiterer Knackpunkt beim Pay What You Want, zumindest für deutsche Autoren, ist es, dass die Buchpreisbindung es untersagt, ein Buch zu einem anderen Preis als dem eben vorher festgesetzten Preis zu bezahlen. Es gibt da ein, zwei Schlupflöcher möglicherweise, mit denen man auch deutsche Bücher über freiwillige Spenden verkaufen könnte. Aber also auch da gibt es durchaus Fallstricke, in die man tappern kann. Aber also in meinen Augen ist das gar kein allzu schlechtes System.
gar kein allzu schlechtes Modell. Ein weiteres Modell, mit dem man ja auch als Künstler Geld machen kann, ist, indem man nicht das Werk an sich verkauft, sondern ein Erlebnis. Ich habe hier ein Bild, wo ich selber eine Lesung halte, eingestellt. Noch deutlich beliebter ist dieses Modell in der Musik für Konzerte, Live-Konzerte. Und tatsächlich ist es so, dass also für viele Bands heutzutage die Ticketeinnahmen von ihren Tourneen den Löwenanteil, wenn nicht überhaupt die, ja, also ja, den Löwenanteil ihrer Einnahmen ausmachen, während die Einnahmen aus den Albumverkäufen eher gering sind. Und also auch für Autoren wie mich ist es so, dass das Geld, was bei Lesungen herumkommt, durchaus nochmal ja, ein warmer Regen sein kann. Einziger Nachteil dabei ist, dass es deutlich einfacher ist, als Band eine Live-Tournee gebucht zu bekommen, als Schriftsteller eine ja, Lesereise durch das ganze Land oder so. Andererseits steht und fällt das natürlich auch mit dem Erfolg, den man bereits vorher hatte, mit dem Bekanntheitsgrad, was letztendlich für all diese digitalen Geschäftsmodelle gilt, die ich gerade vorstelle. Was man auch machen kann, das ist Werbung und Partnerprogramme. Das ist insbesondere im Bloggerbereich sehr beliebt, also gerade Werbung. Da gibt es auch einige Sachen, die man dabei bedenken muss oder die man auch dabei schlecht finden kann. Ich denke zum Beispiel an die Frage, wofür Werbung gemacht wird auf der eigenen Seite. Auch was ist mit Adblockern und ähnliche Sachen. Dann gibt es noch Partnerprogramme, zum Beispiel Amazon PartnerNet. Das funktioniert so, man erstellt sozusagen Affiliate-Links, also ja, Links zu Produkten, die eben mit einer ID des eigenen PartnerNet-Accounts verbunden sind. Und wenn also jemand, ich bin selbst Teil von Amazon PartnerNet, und wenn also jemand von meiner Webseite aus auf ein Amazon-Produkt kommt und da ein Kauf sozusagen entsteht aus diesem Klick, dann bekomme ich eine kleine Provision. Und ich mache das seit, ich glaube, 7 Jahren, und ich warte immer noch darauf, dass ich die ersten 50 Euro ausbezahlt bekomme. Insofern, naja. Und auch da muss ich sagen, also ich bin selber immer nicht ganz mit mir im Reinen, ob das so eine gute Sache ist. Denn letztendlich, wenn ich versuche, Leute, die auf meiner Webseite sind, zu Amazon zu leiten, ja, dann grabe ich irgendwie dem Buchhändler um die Ecke das Wasser ab. Aber naja, es ist halt auch schwierig, es ist immer ein gewisses Abwägen. Und das ist im Grunde auch das Problem mit vielen dieser Geschäftsmodelle. Also viele haben tolle Vorteile und Möglichkeiten eröffnen sie, aber oft ist es so, dass man eben auch genau überlegen muss, wo sind die Nachteile, will man das, kann man das? Ja, kommen wir zum Crowdfunding, der Finanzierung durch die Menge. Ich glaube, ich muss nicht groß erklären, worum genau es sich dabei handelt. Ich gehe davon aus, dass ihr alle mit dem Prinzip bekannt seid, vertraut seid. Ich habe hier einen Screenshot von der Drachenväter-Seite zum Beispiel eingefügt. Das ist also ein Buch, was per Crowdfunding finanziert wurde, wo es, ja, in dem die Geschichte des Rollenspiels sozusagen beschrieben wurde. Weitere interessante Projekte sind zum Beispiel Star Citizen, ein Computerspiel, das 52 Millionen Dollar per Crowdfunding eingenommen hat. Mittlerweile werden ganze Filme, zum Beispiel Veronica Mars oder Stromberg, per Crowdfunding finanziert. Auch Kartoffelsalat wird hin und wieder über Crowdfunding finanziert. Und das Interessante und in meinen Augen sehr, sehr positive am Crowdfunding ist die Tatsache, dass es fast kein finanzielles Risiko gibt, weder für Starter noch für Unterstützer. Denn auf Plattformen wie Kickstarter oder Startnext gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das bedeutet, wenn also nicht die gesamte Finanzierungssumme zusammengekommen ist, am Ende der Frist, dann fließt überhaupt kein Geld. Also alle Leute, alle Unterstützer, die bis dahin eben Geld bezahlt haben, bekommen ihr Geld wieder zurück. Und das bedeutet, dass es also nicht passieren kann, dass irgendwie die Unterstützung tröpfelt und am Ende ein kleiner Betrag vorhanden ist, mit dem der Autor, der Starter, was auch immer, eben das nicht ausreicht, um das Projekt, wie es ursprünglich angedacht war, wirklich zu vollenden. Und das halte ich für ein sehr wichtiges Element, warum Crowdfunding, glaube ich, im Moment relativ beliebt ist. Eben die Tatsache, dass man verhältnismäßig sicher sein kann. Und wenn ich sage verhältnismäßig sicher, dann heißt das, dass es tatsächlich also durchaus Fallstricke gibt und dass man durchaus als Unterstützer reinfallen kann. Aber ich glaube, das ist die absolute Ausnahme. Und wie gesagt, es gibt viele große und sehr stark finanzierte Projekte, die ja, wirklich sehr erfolgreich sind. Ein kritischer Faktor, ich hatte das eben schon kurz angerissen,
sowohl bei Crowdfunding als im Prinzip auch bei allen anderen digitalen Geschäftsmodellen, ist die Tatsache, dass man letztendlich über Reichweite bereits verfügen muss, um genug Reichweite zu haben, zu erzeugen, um genug Buzz zu erzeugen für das eigene Projekt, damit es eben auch ja, unterstützt, gekauft, gelesen wird. Das funktioniert ein bisschen nach dem Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben. Wenn man also ohnehin schon ein bekannter, ja, eine bekannte Persönlichkeit ist. Ich denke zum Beispiel an Chris Roberts, der das eben genannte Videospiel Star Citizen gefundet hat, ist bekannt durch die Wing Commander-Reihe. Während ja, kleinere Künstler, Bands, Autoren, die eben noch nicht so bekannt sind, dann auch Schwierigkeiten haben, eben selbst durch Crowdfunding einfach genügend Reichweite zu erzeugen, genügend Leute anzusprechen, um eben auch ihr Finanzierungsziel zu erreichen. Und das ist im Prinzip auch die Krux bei den meisten Modellen, bei den meisten Geschäftsmodellen, die eben im Netz, die digital stattfinden, ja, dass man eben die Reichweite, die Masse im Prinzip ansprechen muss, um bekannt zu werden, dass man aber, um überhaupt diese Masse zu erreichen, letztendlich schon bekannt sein muss. Da beißt sich die Katze, die Schlange ein bisschen in den Schwanz. Das ist trickreich. Aber naja, man bekommt eben auch im Internet nichts geschenkt. Das sind die Modelle, die ich im Detail vorstellen möchte. Es gibt noch einige andere. Beispielsweise das Abonnementmodell in der Musik wäre das Spotify, in der Literatur, also für E-Books, ist neulich Kindle Unlimited gestartet, wo man eben für eine Monatsgebühr beliebig viele Bücher, E-Books runterladen kann. Ein eher radikales Modell wäre die Kulturflatrate. Und was auch sehr interessant sein könnte, wäre das bedingungslose Grundeinkommen, was, wie ich glaube, wenn es denn in Deutschland beispielsweise eingeführt würde, der Kunst einen massiven Schub geben würde, weil auf einmal viel mehr Menschen, glaube ich, es sich leisten könnten, dem nachzugehen, der Musik zu frönen, zu komponieren, zu schreiben, Filme zu machen. Ja, viel mehr Menschen hätten auf einmal das Geld dazu, um sich das überhaupt leisten zu können, weil eben dieser Widerspruch zwischen sich der Verwertungslogik entziehen und die Miete zahlen müssen, auf einmal aufgelöst oder zumindest deutlich abgemildert würde. Und ich finde es also wirklich spannend zu sehen, was passieren würde, wenn das Grundeinkommen jemals kommen würde. Und interessanterweise gibt es dazu gerade ein Crowdfunding-Projekt, das nennt sich Mein Grundeinkommen, das bereits 2 Wochen vor Ablauf der Frist schon irgendwie zu 250% gefundet wurde, bei dem eben versucht wird, ja, einem Freiwilligen ja, für 12 Monate ein bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen, eben als kleines Experiment, um zu sehen, was passiert dann, wie verhält sich ein Mensch. Dann will ich noch einen ganz kurzen, ich bin schon fast am Ende der Zeit angekommen, will noch einen kurzen Ausblick geben, was ich mir vorstellen könnte, was ja, in den nächsten Monaten, Jahren auf dem Buchmarkt passieren könnte. Aufgrund meiner Erfahrung möchte ich behaupten, dass diese Spekulation halbwegs fundiert sein könnte. Aber naja, es ist wie gesagt Spekulation, also nehmt das alles mit ja, ein wenig Vorsicht an. Erste These, der Buchmarkt wird sich fundamental wandeln. Ach was. Okay, etwas konkreter. Ich glaube, dass der E-Book-Markt zersplittern wird. Die verschiedenen Ökosysteme, Kindle, Tolino und so weiter. Ich glaube, dass es ähnlich werden wird, wie man das heute schon bei Videoplattformen zum Beispiel beobachten kann. Dass also ja, man eben bestimmte Filme oder im Fall von Literatur bestimmte Bücher eben nur bei dem einen Anbieter bekommen kann und andere Exemplare dafür nur bei dem anderen. Des Weiteren bin ich mir relativ sicher, dass Verlage und gedruckte Bücher nicht aussterben werden. Nicht einmal die Schallplatte ist ausgestorben und das gedruckte Buch hat dann doch diverse Eigenschaften, mit denen das E-Book nicht mithalten kann. Ich denke vor allem an Zukunftssicherheit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in 100 Jahren noch Bücher lesen werden können, die heute bei Amazon gekauft wurden. E-Books, die heute bei Amazon gekauft wurden. Papierbücher, sicher. Und ob Verlage aussterben oder nicht, ich glaube das nicht. Ich denke aber auch, das hängt sehr stark davon ab, ob die Verleger in der Lage sind, sich dann doch den neuen Gegebenheiten anzupassen. Und von dem, was ich im Moment so Leuten höre, wirkt das eher nicht so. Aber das gehört nicht hierher. Ich glaube, es wird mehr Autoren geben, sowohl schlechte als auch gute, eben aufgrund der Tatsache, dass durch die Digitalisierung des Buches eben diese Einstiegshürde, diese Gatekeeper wegfallen.
Jeder kann bei Kindle Direct Publishing oder wie auch immer sein eigenes Buch online veröffentlichen zu verschwindend geringen Kosten. Und ich glaube, dass es aufgrund dessen auch mehr literarische Nischen gibt. Vielleicht wird es irgendwann Bücher für Transsexuelle oder Bücher, in denen transsexuelle Menschen eine Hauptrolle spielen, geben. Etwas, was im Moment, ich bin mir nicht sicher, ob es mehr als eine Handvoll Bücher jemals dazu gibt, mehr als eine Handvoll Bücher davon vielleicht erhältlich sind, in denen also ja, Menschen, die eben nicht dem Mainstream weiß, heterosexuell und so weiter entsprechen, die Hauptrolle spielen. Und ich glaube, dass also das eine große Chance ist, um eben da mehr Nischen, mehr literarische Nischen und mehr Repräsentation eben zu erzeugen. Und das halte ich für eine tolle Sache. Ich glaube, das ist eine große Chance, die wir gerade haben. Und das halte ich für sehr spannend. Das ist ja ein verrückter Zufall. Ich finanziere ja gerade selber einen Roman per Crowdfunding. Dann kann ich das ja kurz noch erwähnen, wo ich doch gerade über digitale Geschäftsmodelle spreche. Amoralisch ist ein Detektiv-Krimi, den ich gerade selber auf startnext.de finanziere. Die Unterstützungsphase läuft noch 6 Tage. Und falls ich möglicherweise den einen oder anderen von euch dafür begeistern konnte, dafür, wie wir Autoren uns im Netz im Moment so durchschlagen, vielleicht schaut ihr mal vorbei und ich würde mich sehr freuen, wenn ich vielleicht noch ein wenig Unterstützung dann vom MRMCD bekommen könnte. Und an dieser Stelle beende ich meinen Vortrag. Vielen Dank und ich stehe ab sofort gerne für Fragen zur Verfügung und werde dazu einmal meine Kamera wieder anmachen. Könnt ihr mich sehen? Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön. Ich hatte. Das hilft leider nicht. Das hilft leider nicht viel und ich bin auch nicht qualifiziert, hier irgendwas runterzudrehen, weil dieses Touch-Tablet hier. Ja, ich kann dich hören. Oh, okay. Was ich sonst machen kann, ich kann die Frage selbst für den Stream nochmal wiederholen. Würde das helfen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Alles klar, so machen wir es. Okay, also genau, die Anmerkung ist, bei Kindle Direct Publishing verpflichtet man sich für einen gewissen Zeitraum nur dort zu veröffentlichen. Und tatsächlich bin ich nicht genau über die Konditionen im Klaren, aber ich meine, dass es also tatsächlich so ist, dass man zwischen verschiedenen Modellen auswählen kann. Je nachdem, ob man das 35% Tantiemen-Modell nimmt oder das 70% Tantiemen-Modell, gibt es entweder auf Zeit oder quasi ausschließlich und für immer nur auf Amazon. Aber wie gesagt, ich bin da nicht völlig, ich habe die Bedingungen nicht völlig durchgelesen. Ich selber bin auch nicht zu 100% überzeugt, ob ich das machen wollen würde, bei Kindle Direct Publishing zu veröffentlichen, weil ich glaube, ich Sorge haben würde, dass letztendlich aufgrund dieser Tatsache, dass man sich eben an das Kindle-Ökosystem bindet, gibt man Apple auch die Chance, jederzeit die Konditionen zu verändern und möglicherweise auch zu verschlechtern. Und ich glaube, das wäre dann doch relativ riskant für einen Autor wie mich, der eben versucht, davon zu leben, mich derart in die Hand eines einzigen Konzerns zu geben. Okay, wie das bei Crowdfunding gemacht wird, wie der Gewinn verteilt wird, ob es da ein generelles Modell gibt. Tatsächlich ist es so, dass bei meinem eigenen Projekt, das ich derzeit am Laufen habe, bei meinem Romanprojekt,
Ich peile also eine Zielsumme von 7.500 Euro an. Und wenn ich die zusammenbekommen sollte, wird davon kein einziger Teil direkt in meine eigene Tasche fließen. Es ist also so, dass ich einen großen Teil für das Lektorat und für den Druck eben veranschlagt habe, dann kleinere Anteile für Titelbild, ISBN-Nummern und so weiter. Aber tatsächlich habe ich so kalkuliert, dass eben für mich selber, zumindest wenn genau diese 7.500 Euro rauskommen, gar kein Gewinn rausspringt. Je höher die Summe, die möglicherweise am Ende zusammenkommt, ausfallen wird, da kommt dann irgendwann auch tatsächlich ein Gewinn für mich bei rum. Aber fantastisch. Hallo, ja. Ich habe meine Kamera an. Warte, ich mache sie nochmal auf. Sehr verrückt. Hallo? Mich jetzt hören? Sehr froh, dass es